Wings unter Vertrag. Dieses Team, das auch sehr, sehr viele gute Straßenrennen fährt. Also so machen sie sich fit für den ganzen Winter. Und Bradley Wiggins hat da die besten Bahnfahrer aus Großbritannien verpflichtet, die besten Nachwuchsfahrer. Wir haben ja das Alter angesprochen, noch sehr, sehr jung. Und die werden wir bestimmt bei den kommenden Weltmeisterschaften auch wieder auf dem Holz sehen. So, und jetzt geht's zu Ende, langsam aber sicher, mit den Sprintern. Die kommen jetzt noch einmal auf die Bahn. Wir haben noch drei Wettbewerbe. Einmal diesen Kairin-Wettbewerb mit den Sprintern. Dann kommen wir zum Scratch-Rennen der Frauen. Und last but sicherlich not least, das Finale des Londoner Sechstagerennens. Das bedeutet, wir kommen nachher zur Jagd über 60 Minuten, das Schwierigste. Und da wird entschieden, wer der Gesamtsieger des Londoner Sechstagerennens sein wird. Hier bei den Sprintern ist das eigentlich eine klare Sache. Maximilian Levy im gelben Trikot, der gerade noch mal groß mit einer Porträtaufnahme gezeigt wurde. Er wird Platz 2 belegen. Und im schwarzen Trikot Joachim Eilers aus Chemnitz, der wird sicherlich der Sieger dieses Sprinterwettbewerbs beim Londoner Sechstagerennen. Wir sehen den 26-Jährigen gerade noch mal ganz groß im Bild. Ja, und Nate Koch links im roten Trikot, der hat hoffentlich viel Spaß gehabt. Ja, und wir haben gesehen, Joachim Eilers hat die 3 angezeigt. Das war die Startposition, die im Vorfeld ausgelost wird. Die Männer werden hier gehalten von ihren Betreuern. Und genau an dieser dritten Position steht der Deutsche im schwarzen Trikot. Und der Mann, den Sie hier in grün sehen, der muss, so ist es ausgelost, direkt an das Hinterrad gehen und direkt am Hinterrad bleiben. Es sei denn, es möchte ein anderer Fahrer, dann kann er es auch aufgeben. Aber so ist erstmal die Reihenfolge ausgelost worden. 6 Runden ist die Distanz in diesem Wettbewerb und 2,5 Runden vor dem Ende verlässt dann das Derny die Bahn mit einer Geschwindigkeit um die 45-50 km/h. So, die Konzentration gilt, der Schrittmacher kommt, das Rennen ist angeschossen worden, jetzt suchen sie die Position. Für den Kairin-Wettbewerb ist die Punktevergabe identisch wie bisher, das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5 und 6, ganz einfach, 6 Fahrer am Start und derjenige, der gewinnt, bekommt die niedrigste Punktezahl. Und wir haben ja gerade nochmal die Gesamtwertung gesehen, Joe Eilers hat die wenigsten Punkte auf dem Konto, damit auch der Führende im 6-Tage-Rennen der Sprinter. Ja, die beiden, die geben hier wirklich alles voller Körperkontakt, also zugunsten jetzt hier der Mann aus Trinidad and Tobago, der direkt das Hinterrad des Schrittmachers hat, dann Eilers an der zweiten Position, in einer guten Position. Gerade im Kairin, das sind ja lange Sprints, da muss man wirklich das Stehvermögen haben. Und Joachim Eilers kommt ja ursprünglich von den 1000 Metern, also auch eine Disziplin bei den Sprintern, wo man ein richtiges Stehvermögen hat. Gerade auf der letzten Runde wird ja dieses Rennen in der Regel entschieden. Und das liegt auch Joachim Eilers. Nicht umsonst ist er ja Weltmeister in dieser Disziplin. Genau auf dieser Bahn hat er ja sich den Titel geholt. Schauen wir mal, ob die Deutschen jetzt auch wieder zusammenarbeiten werden, die jetzt direkt hintereinander fahren. Also wir konzentrieren uns auf das gelbe und auf das schwarze Trikot. Levy und Eilers. Joachim Eilers, über den gerade gesprochen wurde im schwarzen Trikot, der hat ja nicht nur die Goldmedaille gewonnen. Hier sehen wir seinen Rücken, auch ein schöner Rücken. Aber da sehen wir nicht genug davon. Nein, Spaß beiseite, er hat nicht nur Gold gewonnen bei diesen Weltmeisterschaften hier im Londoner Velodrom, sondern war im Jahr davor, 2015, 2014 bereits Silbermedaillengewinner. 2013 hat er die Bronzemedaille gewonnen im 1000 Meter Zeitfahren. Und um so erfolgreich zu sein wie Stefan Niemke, ja, da muss er noch eine ganze Weile arbeiten. Der Schweriner ist ja 4-mal Weltmeister über 1000 Meter geworden. Und jetzt geht's los und Nate Koch hat's probiert mit einem Überraschungsangriff, kam er hinten raus und ob er das durchziehen kann, das ist noch eine ganz andere Frage, denn Nate Koch hat am Ende dann auch immer Schwierigkeiten mit diesen Distanzen. Ja, der Weg ist noch sehr lang zum Ziel. Wir schauen auf die Deutschen, wir schauen auf Max Levy, der hier Joe Eilers den Sprint anzieht. Jetzt geht es in die letzte Runde und die kommen hinten mit richtig hoher Geschwindigkeit. Ja, guck mal, die kommen ja und knallen ran. Jetzt sind sie vorbei, Nate Koch ist geschlagen, Joe Eilers holt sich hier den letzten Sieg und damit auch den Gesamtsieg. Das hat er jetzt unter Dach und Fach gebracht. Joachim Eilers
aus Chemnitz, also der Sieger im Sprinterwettbewerb beim Londoner Sechstagerennen. Jetzt setzt er nochmal eins oben drauf, hat sich wahrscheinlich gedacht, komm, jetzt hast du so gute Beine gehabt in den letzten 5 Tagen. Zeig dich noch einmal und zeig vor allem dieses wunderschöne Trikot. Joachim Eilers, der Weltmeister, der vor 2 Tagen gesagt hat, hier im Londoner Velodrom macht es besonders viel Spaß, weil die Zuschauer wissen, ich bin hier 2-mal Weltmeister geworden, eben im Cairn-Wettbewerb, den er jetzt gewonnen hat, im 1000 Meter Zeit fahren, und all das möchte er den Zuschauern dann in einer gewissen Form zurückgeben und bedankt sich eben bei den Zuschauern durch diese aktive Fahrweise. Und wir haben auch die kmh-Zahl eingeblendet gesehen, also bei 47 ist er genau rausgegangen, dann haben die Sprinter nochmal so ein wenig verzögert, das heißt haben rausgenommen, haben noch nicht voll reingetreten. Oh ja, und Max Levy, der hat lange gewartet, der wusste, okay, Nace Koch, den können wir noch einkriegen, wir warten wirklich bis zum letzten Meter, und das war perfektes Teamwork von den beiden Deutschen, die sich ja auch hier in London zusammen ein Hotelzimmer teilen, also die verstehen sich nicht nur auf der Radrennbahn gut, sondern auch im Privaten. Ein tolles Duo hier in den 6 Tagen auf der Radrennbahn. Das ist natürlich das Schönste, wenn du dann so ein Trikot präsentieren kannst und dann noch mit diesen wunderschönen Farben. Wir haben während der Straßenweltmeisterschaften in Katar darüber gesprochen. Sicherlich das schönste Trikot im Radsport. Ja, mit Sicherheit. Da kann er ganz stolz sein, wie er das hier auch stolz präsentiert. Ohne Handschuhe im Kairin-Wettbewerb dabei gewesen. Also das ist auch mutig, denn wenn man einmal wirklich hier stürzen sollte, das muss ja nicht mal der eigene Fehler sein, dann zieht man sich wirklich Schürfwunden zu. Und das ist ja auch der Grund, warum sich die Sportler die Beine und die Arme rasieren, um wirklich da, wenn es die Schürfwunden gibt, dass es sich nicht entzündet durch die Haare. Das ist der Grund, warum sich die Sportler rasieren. So, hier die Gesamtwertung, genau, Joachim Eilers mit 31 Punkten, hat die wenigsten Punkte auf dem Konto, ist der Sieger dieses gesamten Wettbewerbs.